Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute sprechen wir wieder über ein super interessantes Inside the Waistband Holster. Dieses Holster verbindet eine Waffe mit einem zusätzlichen Magazin. Alles, was du über unser Guardian Holster wissen musst, das erfährst du jetzt. Vielleicht hast du schon ein paar unserer anderen Videos gesehen und da spreche ich sehr oft über den Unterschied zwischen Inside the Waistband und Outside the Waistband. Damit wir alle vom selben reden, erkläre ich das hier auch nochmal. Inside the Waistband, das heißt innerhalb des Hosenbundes, das heißt, das sind Holster, die ich verdeckt trage. Outside the Waistband, andererseits, da geht es um Holster, die außerhalb des Hosenbundes getragen werden, das heißt, die ganz klar eigentlich offen getragen werden und wirklich außerhalb sitzen. Wir haben in einem unserer vergangenen Videos über den Viking-Holster gesprochen. Und beim Viking-Holster, da ist es so, das schauen wir uns auch nochmal kurz an, das ist eben ein Holster, das ist eben auf minimalstes Volumen optimiert. Das ist zum Beispiel auch ein Holster, wenn ich sage, hey, ich möchte Holster plus Magazintasche, dann kann ich zum Beispiel noch den X-Carrier, so wie hier, dazu nehmen. Aber wer uns kennt, der weiß, wir suchen da natürlich auch immer nach Möglichkeiten, wie kann man dann so etwas verbinden. Und das ist eben unser Guardian Holster. Beim Guardian Holster ist es so, dass man hier eben ein Waffenholster mit einem Magazinholster verbunden hat. Und hier ist es eben so, dass das Ganze sehr kompakt beieinander sitzt. Man hat hier auch noch immer die Kompatibilität zu Rotpunktvisieren und Co. Ich habe auch die Schalldämpfervisiere. Ich habe unten ein Open Muscle Design. Das hier wäre jetzt zum Beispiel für eine Glock 26. Hier ist es eine Glock 19 drinnen mit einem Kompensator. Das heißt, man sieht auch ganz klar, was unten rausschaut. Und dann habe ich hier auch noch immer, so wie bei allen unseren Holstern, auch noch genug Platz, um eben im Winter mit Handschuhen auch beim ersten Griff ein vollwertiges Griffmuster aufzubauen. Anbauteile wie zum Beispiel Extended Slide Release Co. sind alle eingearbeitet. Ich sage immer zu Kunden, hey, wenn es um die Kompatibilität geht, dann ist das das letzte Holster, was du dir kaufen wirst, weil wir haben an alles schon gedacht. Hier ist eben das Magazinholster. Beim Magazinholster kann ich genauso wie beim Pistolenholster den Ziehwiderstand individuell einstellen. Das heißt, wenn du das fester sozusagen haben möchtest oder leichter, das ist alles möglich. Bevor ein Holster bei uns, egal welches bei uns rausgeht, das wird immer mit der echten Waffe und dem echten Laserlichtmodul vorher getestet. Wenn du sagst, hey, ich möchte das anders haben, tu es. Wir haben auch ein eigenes Video darüber, wie du deine Kylix-Holster richtig einstellst. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung hinein. Jetzt, wer das Guardian-Holster anschaut, der sieht, hey, das ist hier flexibel miteinander verbunden. Das ist nämlich auch nochmal richtig cool, weil du hast dadurch eben das Ding, dass sich das Holster deinen Körperbewegungen und auch deiner Körperform bis zu einem gewissen Grad anpasst. Wenn du nämlich ein starres Modul hast, also dieses Holster gibt es so, wie es hier ist, schon sehr, sehr lange bei Black Trident. Es hat sich aber einiges geändert, gerade was die Formgebung und die Kompaktheit des Holsters anbelangt. Und hier ist eben das Ding, dass ich mit zwei Clips fahre und ich zeige das Ganze jetzt am besten mal auch mit einer super geilen Kombi, nämlich mit dem Black Trident Inner Belt Rugged. Weil wer Inside the Waistband trägt, der wird auch wahrscheinlich schon darauf gestoßen sein, dass der Gürtel sehr viel ausmacht, wie der Komfort des Holsters beim Tragen ist. Und das ist eben auch ein Ding, was wir mit unserem Innerbelt Rugged hier nochmal wirklich optimieren wollten, weil der Standard Innerbelt, das ist so ein Produkt, das ist ganz klar für den Range Belt Use mit dem Black Trident Range Belt geschaffen worden. Und beim Innerbelt Rugged, hier haben wir eben einen Belt, der innen ein Material namens Curve hat. Und das kannst du vertikal nicht zusammendrücken. Und das ist halt super cool, weil es ist ähnlich wie bei einem Fass, sage ich mal, das hat rundherum ein Band und dieses Band eben, wenn du das Holster, wenn du die Waffe aus dem Holster ziehst, das bewegt sich nicht mit und ist trotzdem super komfortabel zu tragen. Also wir tragen diese Gürtel täglich, seit Jahren. Hier habe ich jetzt auch nochmal einen kleinen Hack für euch, gerade für die, die das wirklich, sage ich mal, leben, dass man hier den Verstellbereich, der Inner Belt Rugged, der hat ja keinen Anfang und kein Ende, weil es keine Schnalle gibt und ich kann hier das Ganze mit einer Lage durchfädeln. Der Inner Belt Rugged selber, der ist auch super flach. Und ich kann das Verschließen des Gürtels, das kann ich zum Beispiel auf der Seite machen. Und dadurch habe ich hier vorne nur eine Lage Gürtel, die super flach ist und habe hier eben wirklich eine stabile Plattform, aus der ich arbeiten kann. Ich habe das in dem Video noch nicht gesagt, deswegen sage ich es hier auch nochmal. Wenn ihr verdeckt führen möchtet,
dann schaut bitte darauf, dass ihr die entsprechende Berechtigung habt. Es ist gerade auch, wenn ihr dabei erwischt werdet oder was auch immer, das ist kein Spaß, aus gutem Grund. Jede Regel hat ihren Grund. Und hier will ich drauf auch gucken, wenn ihr die Berechtigung habt, macht Training damit, geht zu Trainern, lest euch ein. Es gibt mega viele Ressourcen, wo ihr mehr über das Thema verdeckt Holster tragen erfahren könnt. Jo. Jetzt schauen wir uns hier mal das Ganze an mit der Waffe, weil das ist natürlich auch noch immer spannend. Beim Guardian Holster, und das gilt sowohl auch für das Viking Holster, das Guardian Holster ist ein klassisches Appendix Holster. Appendix, das sind eben Holster, die ganz klar vorne getragen werden. Beim Viking auf der anderen Seite, den kann ich auf verschiedenen Positionen tragen, also den kann ich auch hier hinten tragen und der ist wirklich sehr flexibel dorthin, wo ich ihn hin platzieren möchte. Aber im Guardian Holster, das ist klar ein Holster, was ich vorne tragen möchte. Und hier ist es eben auch so, das ist nicht für jeden Körpertyp etwas. Wenn du sehr schmal bist oder sehr enge Kleidung immer trägst, dann ist das wahrscheinlich ein Holster, was man eher sieht als das Viking Holster. Da ist auch nochmal ganz wichtig, gerade wenn ich mir so Setups zusammenstelle, auch auf die Waffengröße zu achten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel etwas sehr Großes unter Anführungszeichen, relativ gesehen zu den kleinsten Waffenmodellen, die es gibt. Und gerade wenn ich Inside the Waistband trage, dann ist das Erste, was man oft bei Trägern sieht, und das ist zum Beispiel bei uns, wir sind ja sehr tief in diesem Thema drinnen, wenn wir jemanden sehen und da sehen wir schon, hey, da ist voll die komische Kante am T-Shirt irgendwie, dann schreit das nach Waffe. Und hier ist eben auch gerade das Ding, je kleiner die Waffe ist, je kleiner auch das Laserlichtmodul ist, was ja eventuell mit der Waffe führt, das umso besser, gerade wenn man auf das Concealment Level eingeht. Gerade beim Concealment Level auch nochmal ganz klar, Extended Base Plates und Co., die tragen alle dazu bei, dass hier die Kante noch deutlicher wird. Ich habe jetzt ein relativ enges Shirt an und hier ist eben wirklich auch so das Ding, hier gibt es viel zum Abstimmen. Es kann gut sein, dass die Waffe, die ihr ganz normal bei euch sozusagen für den Range Belt Use habt oder wo ihr sagt, hey, ich gehe taktisch sportlich schießen oder ich benutze das dienstlich ganz klar outside the waistband, dass diese Waffe für inside the waistband einfach zu groß ist oder vielleicht einige Modifikationen wie Basepads und Co. nicht haben sollte. Voll. Ja, das ist eigentlich so das Ding beim Guardian Holster. Beim Guardian Holster ist auch noch ziemlich cool, dass man die Vorder- und die Rückseite unterschiedlich konfigurieren kann. Wir sind immer super gespannt, was sich Leute aussuchen, was für verrückte Kombinationen er teilweise bestellt. Feiern wir mega. Weitermachen damit. Jo, dann noch ein wichtiges Thema. Das ist die Montage des Guardians. Ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt klassische Gürtelclips. Das ist eine Möglichkeit, um das zu machen. Wir haben bei uns im Online-Shop findet ihr auch immer die aktuellste Auswahl von unterschiedlichen Montagemöglichkeiten. Hier habe ich auch nochmal super spannend, ich habe jetzt über Gürtelclips kurz, die eben wirklich am Gürtel einhaken. Und hier habe ich auch nochmal einen Ulti-Clip, das ist auch nochmal mega cool, weil hier habe ich nämlich so etwas wie bei einem Hosenträgermechanismus, der eben sehr stark ist und das hakt direkt an der Kleidung ein. Das kann zum Beispiel dann praktisch sein, wenn du sagst, hey, ich trage das Jogginghosen oder wenn du das Ganze unter dem Gürtel verstecken möchtest. Weil ganz klar ist auch, wenn jemand aus unserer Szene irgendwie und du bist in dieser Szene unterwegs, in diesem Umfeld, Clips sieht an verschiedenen Stellen, dann denkt man sofort, hey, Messer, Waffe und Co. Also das kann auch nochmal eine richtig coole Möglichkeit sein, um das zu verstecken. Aber auch hier, ich empfehle euch, wenn ihr bei uns ein Holster bestellt, schaut euch auf jeden Fall in die Zubehörliste und, sage ich mal, kompatible Montagen, weil da könnt ihr auch euch, wenn ihr euer Holster bestellt, verschiedene Montagen gleich mitbestellen und vielleicht für unterschiedliche Einsatzzwecke, für unterschiedliche, sage ich mal, Kleidungsarten, ist eine andere Montage für euch die passende. Ja, in diesem Sinn würde ich sagen, ihr wisst jetzt wirklich echt viel über unser Inside the Waistband Guardian Holster. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie bitte super gern hier unten in die Kommentare. Wir beantworten euch die super gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, ganz große Bitte meinerseits, drückt bitte den Like-Button und abonniert auch diesen Kanal, weil das hilft uns eben genau solche Videos wie jetzt, die nicht nur gut ausschauen, sondern wir euch wirklich auch Wissen vermitteln, weiterzumachen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolfen von Black Trident.